haben wir sie. Startaufstellung von Werder Bremen. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Groß. So. Jetzt gibt's Abstoß. Kramer. Und er schießt. Das ist der Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Kajrovic mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. So. Gute Flanke. Groß. Da passt der Klasse auf. Es gibt Ecke. Schmiedebach. Den hält er super. Und noch ein Eckstoß. Gut geklärt. Schöner Pass. Er versucht's. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Isai. Rudi. Rudi. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Guter Körpereinsatz hier. Kramer. Und jetzt haben sie den Ball. Holland. Pfiff. Schmiedebach. So. Sie holen sich den Ball. Ganz stark gemacht, das Ucha. Da ist er. Und jetzt der Schuss. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Da hat er super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Ball im Aus, Abstoß. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Stark gemacht, das könnte was werden. Junusovic! Und jetzt ein Schuss. Holland. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Da verlieren sie den Ball. Rudi.
Kramer. Er lässt sie links und rechts. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ja, das gibt Eckball. So, Freunde, hier nochmal der Beweis. Das Schiedsrichtergespann lag richtig. Buschi. Und dank der Torlinientechnologie haben wir die Gewissheit, dass der Ball nicht im Kasten war. Macht er ihn. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Davy Selke. Das ist jetzt seine Chance. Davy Selke. Da passt der Torhüter auf. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Er ist da und kann den Ball hier klären. Er versucht. Ein fantastisches Tor. So, jetzt wird es deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird es ein Debakel. Sie liegen deutlich vorn. Pass auf die Außenbahn. Rudi. Das könnte die Gelegenheit geben. Er schießt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Guter Schuss. Knapp vorbei am Tor. Da verlängert er den Ball. Mevlüt Erdinç. Den Ball hat er. Super Flanke. Es gibt Abstoß. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Im Strafraum abgezogen, links ins Eck. Kann er den Ball behaupten? Er entscheidet auf Freistoß. Da kommt die Anzeigetafel und es gibt 5 Minuten obendrauf. Schmiedebach. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Heute trifft er auf seinen Ex-Club. Sicher ein ganz besonderes Spiel für ihn. Da kannst du mal von ausgehen. Der wird richtig motiviert sein. Mevlüt Erdinç. Die Ecke kommt gut rein und dann eigentlich auch ein guter Abschluss. Er wollte aber eben nicht sehr gut. Er setzt das Ding knapp daneben. Schmiedebach. Tor! Er macht ihn mit dem Kopf. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Den macht er mit dem Kopf. Super die Ecke verwertet. Und da gibt es für den Torhüter nichts zu halten. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Der war nicht leicht zu spielen, aber Halbzeit jetzt hier im Finale um den deutschen Pokal und zumindest eine Mannschaft ist hier restlos. So, Teil 2 dieses deutschen Pokalfinals steht an und der Ball rollt auch schon wieder. Und unsere Aufmerksamkeit. Der Angriff könnte was werden. Uca. Tor, ganz stark gemacht. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Schmiedebach. Einwurf, sofort ausgeführt. Gute Flanke. Kein Abnehmer da für die Flanke.
Da setzt er sich gut durch. Da kommt der Schuss. Da passt der Torhüter auf. Es gibt Eckball. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Und jetzt ein Schuss. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Pip. Davy Selke. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Schmiedebach. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Dahoud. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Es wird eine Auswechslung geben. Sicher vom Torwart, gut gemacht. Der Kopfball ist drin! 4:2 steht's damit. Hier ist einiges los. Ah, da geht er vorbei. Davy Selke, wie macht er den denn rein? So, jetzt wird's deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird's ein Debakel. Der aktuelle Stand hier lautet 5:2. Da gibt der Freistoß. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Arthur Sobi. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Kucha. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Macht er ihn. Und da klingelt's im Kasten. Der letzte Pass war da entscheidend. Sie nutzen ihre Überzahl und dann ist auch der Torhüter machtlos. Ja, 2 gegen 1. Da kannst du als Torwart nur darauf hoffen, dass vielleicht das Abspiel schlappig kommt. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Einwurf. Dahoud. Die Torchance. Schussversuch. Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Er steht gut und hat den Ball. Er geht vorbei am Verteidiger. Der Ball geht ins Aus.